Hallo Leute und willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ja, was soll ich sagen? Der Schlüsselmeister ist eben doch ein richtig gefährlicher Mann. Und durch diese ganze Musik hier ist das so... Nachdem das jetzt passiert ist und hier Help steht, vielleicht hat das ja dann was erst recht jetzt gebracht, dann gongel die nochmal. Vielleicht bringt das ja jetzt erst was, weil der Schlüsselmeister das gemacht hat. Aha! Mach keinen Lärm da oben, sonst komm ich rauf und hol dich runter! Mhm. Hat sich denn jetzt hier irgendwas getan? Weil das Ding hat sich so bewegt. Ist hier irgendwas runtergefallen dadurch? Ich bin nicht Gottes Fensterputzer. Da ist nichts mehr. Ich kann nichts dafür. Ehrlich. Wir sollten schnellstens hier abhauen. Der Typ ist ein echter Psychopath. Können wir denn wieder weg? Ja. Na, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich in Edna bricht aus darauf geachtet hatte, dass man die Umgebung möglichst stark verändern kann. Und hier in der Kirche kam mir die Idee, dass man die Umgebung nicht nur optisch verändern kann, indem man halt irgendwie Gegenstände kaputt macht oder bekritzelt oder, sondern eben, dass man die Umgebung auch akustisch verändern kann. Edna erobert diese sehr stille, diese betont stille Kirche, indem sie sie laut macht. Also je lauter es in der Kirche wird, desto mehr von ihr findet in der Kirche statt. Tja, das Rätsel mit dem Gitarrenfeedback funktioniert zwar nicht so richtig gut, aber also schlechter, als ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Und es ist auch offensichtlich komplizierter, als ich es mir vorgestellt hatte. Viele Leute daran verzweifelt sind. Nichtsdestotrotz finde ich nach wie vor, dass das Ganze eigentlich eine sehr gute Idee war. Ja, daran wollte ich mich jetzt auch mal machen. An diese Gitarrengeschichte. Abgeschlossen. Noch irgendwas? Nee. Gut, dann gehen wir nochmal. Edna macht also alles lauter. Das passt zu Edna, das stimmt. Kann man sich das hier irgendwie nochmal notieren? Das ist eine was hier stand? Irgendwie? E-G-A-H-D. Und das soll jetzt übertragen werden? Das von dem auf das oder was? Weil Gitarre spielen können wir doch nicht. Ich weiß es nicht, was die wollen. Vielleicht ist das, was man auf der Orgel spielt, kommt dann bei der Gitarre irgendwie raus oder so. Wir müssen da, glaube ich, mal ein bisschen rumprobieren, damit ich da den Dreh rauskriege. Und da oben sitzt der gruselige Schlüsselmeister. Na super. So. C, D, E. A H D. So. Das Ganze vielleicht noch mal mit dem Schalter oder ohne den. Ich mach mal den so. C D E G A H D. Nichts passiert. Was muss ich machen? Muss ich mit den Schaltern irgendwas anderes machen? Beide hatte ich jetzt schon unten, dann mache ich sie jetzt nochmal so.
Ach, jetzt hört man auch nichts. E. G. A. H. D. Nix. Schneller geht's leider nicht. Na, jetzt habe ich mich verspielt. Egal. Ich glaube, es hätte eh nichts gebracht. Aber ich muss es trotzdem jetzt nochmal machen. C, D, E. G. Und jetzt nochmal ein D. Die waren jetzt beide an, die Schalter. Ja. Kann ich hier... Ach du Fahrstuhl. Da können wir also nichts machen. Irgendwas muss man hier aber tun können. Ist hier noch was? Und da ist noch die Klappe. Können wir was in die Klappe tun? Ah. Die Klappe war jetzt offen. Muss die Klappe irgendwie zu sein, aber wozu kann man sie dann benutzen? Top. Die Orgelpfeifen kann jemand anderes säubern. Wer weiß, wie viele Organisten da schon reingespuckt haben. Vielleicht kann man da irgendwas anderes machen. Die hat schon jemand vor mir entrostet. Da hatte wohl jemand zu viel Zeit. Leute gibt's. Ja. 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 Ja, vor allem unser tolles Rätsel jetzt hier, das ist auch schön. Ja. Erste Schritte. Also das sind die Töne. Jetzt fällt mir aber gerade auf, dass die hier irgendwie andere sind von den Pfeilen her als die, die hier angezeigt werden. Soll ich eher die nehmen, die roten Pfeile? Nee, das ist auch ein E. C, D, E, F, G, A, H, CD. Nee, das sind schon die richtigen. Nur die roten Pfeile haben jetzt woanders hingezeigt. Das hat mich jetzt irritiert. Das zeigt nämlich eher hierhin. Okay. Das Ganze dann übertragen auf die Gitarre. So verstehe ich das. Das heißt, was ich da spiele, passiert vielleicht auch da. Auf der Gitarre. Vielleicht müsste man erstmal den Verstärker dann hinkriegen. Und dann... Wenn ich oben das Richtige spiele, denn ich denke, es war schon richtig, dann hört man das hier unten bestimmt auch. So stelle ich mir das jetzt vor. Und ich finde, das klingt logisch. Und dann kommt vielleicht der Typ als Geist wieder oder rockt da oben rum. Ich weiß es nicht. Poki. Hier möchte ich mal auf die fiktiven Bands im Hintergrund aufmerksam machen. Ich bin ein... großer Fan von dem Buch Illuminatus von, wie hieß denn der Typ noch gleich? Also jetzt nicht das Dan Brown Buch, sondern dieses unlesbare, riesige Buch. Und da gibt es im dritten Teil, gibt es eine Aufzählung, wo er über Seiten hinweg einfach nur irgendwelche fiktiven Bandnamen aufzählt. Und ich fand es lustig, dass der Pastor in seinem Raum halt irgendwie eine Stereoanlage führt und halt irgendwelche satanistischen Metal-Bands hört. Besonders freut mich, dass ich halt das dritte Plakat unterbekommen habe, die Hotzenplotz Crew Siegen. Das Foto, das da drauf ist, habe ich einem Foto aus meinem Privatbestand abgezeichnet. Und zwar habe ich mit einer Freundin damals Freunde in Marburg besucht. Und da haben wir irgendwo an einer Kirchenwand tatsächlich den Tag gefunden, Hotzenplotz Crew Siegen. Das fanden wir so cool, dass wir uns lässig daneben gestellt haben und dieses Foto gemacht haben, das halt in etwa so aussieht wie dort auf dem Plakat. Damit das so aussieht, als wären wir die Hotzenplotz Crew Siegen. Mit fremden Federn geschmückt. Also, wenn die Hotzenplotz Crew Siegen das hier liest,
großen Respekt. Yeah, keep it up. Ich frag mich, ob man das Kabel, aber ich glaube, das kann man nicht, das irgendwie mit der Anlage verbinden, macht aber auch keinen Sinn. Irgendwie, was muss man doch hier machen können? Ich benutze mal die Kopfhörer. Keine Zeit, Musik zu hören. Keine Zeit, Musik zu hören. Okay, also die Anlage soll es vielleicht nicht sein, dann vielleicht eher der Verstärker. Der kriegt hier keinen Strom. Ich müsste den irgendwo anders aufstellen. Kannst du den dann nehmen? Ich bringe ihn besser irgendwo hin, wo noch eine freie Steckdose ist. Sehr gut. Ah! Jetzt bekommt er auch Strom. Und die Akustik ist ja auch besser. Oha! Okay, jetzt geht's los hier. Ich habe ihn angemacht, wie es aussieht. Das war der Gitarrenverstärker. Und ich glaube, sie hat ihn jetzt verbunden mit der Orgel. Warte, da brauchen wir gar nicht wieder rein. Mal wieder zurück. Ich glaube, das ist schon richtig so. Also wenn das jetzt klappt und ich jetzt einfach nur noch das nachspielen muss, dann ist es doch gar nicht so schwer gewesen. Mal gucken, ob da noch eine andere Herausforderung bei ist, die ich jetzt noch nicht merke. Aber dann war das doch gar nicht so schwer. So, das Ganze nochmal. Die Knöpfe sind an. C, D, E, es geht los. Ja. Jawohl, habe ich mir fast gedacht. Das klingt, als würde jemand auf der Gitarre spielen. Bist du das, Harvey? Hey, mach nicht so einen Lärm da unten! Sehr gut. Wenn du so weitermachst, erzeugst du noch eine Rückkopplung! Er hat recht. Die Saiten schwingen in Harmonie mit der Orgel. C, D, E, F, G. Sehr schön. Und jetzt kommt gleich die Rückkopplung. Pass auf. Das ultimative D. Hey, das rockt! Es ist ja grauenvoll. Schalt das ab. Das war lustig. Ja, das hat auch gut geklappt. Also er mag das nicht, dass wir hier, glaube ich, Lärm machen, ne? Gut, dann schwingen wir die jetzt auch nochmal. Mach keinen Lärm da oben, sonst komm ich rauf und hol dich runter. Aber irgendwie hat das sonst nicht viel gebracht, ne? Können wir vielleicht nochmal in die Ferne schauen, zum Alumann? Ah, ich glaube, der Alumann hat sich von dem Blitzschlag erholt. Alu, Hilfe! Ich bin gefreut. Wir brauchen deine Hilfe. Warum hat jetzt, ist jetzt hier sonst nichts passiert? Können wir den nicht einfach mal runterschubsen hier? Was denkst du, Harvey? Habe ich die Schuld, weil ich ihn rausgelassen habe? Hör nicht auf ihn. Er ist vollkommen gestört. Jetzt haben wir das hier gemacht und nu? Oh, ich habe die Klappe aber offen gehabt. Vielleicht hätte ich die Klappe zulassen sollen. So für den ultimativen Dings. Mach die Klappe nochmal zu. Ich versuch's nochmal, vielleicht liegt's da dran. Man könnte natürlich auch nochmal hier die Schalter auch umkippen, aber ich mach mal erstmal nochmal, während die Klappe offen ist. CDE. Schnelldurchlauf. Irgendwas muss doch da passieren. Hey, das rockt!
Ach so, das muss ich nicht alles nochmal jetzt machen. Aufhören! Das ist ja grauenvoll! Schalt das ab! Das war lustig. Okay, und wenn wir jetzt... Ach, guck mal, unten stehen sogar die Buchstaben, die Noten, die ich jetzt aber auch auswendig irgendwie hier gekonnt habe. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie hier mitgehen, weil da mein Mikrofon immer so ein bisschen vor meinem Auge biegt. Vielleicht den nochmal aus. EFG. Das rockt. Ja, und hier kann man Poki aber gar nicht benutzen. Das ist ja. Ein Schall. Das war lustig. Ich mach mal die Klappe nochmal auf. Und lass den Schalter nochmal so. C, D, E, F, G. Hey. Das ist ein Schall. Das war lustig. Und kann man hier nicht mal einfach ganz viel irgendwas drücken? Ist das jetzt egal vielleicht? Nee. Es muss schon die Reihenfolge irgendwie sein. Dann machen wir es mal so mit Klappe offen. C, D, E, G, A, D. Das bringt gar nichts. Den Standard nochmal. Bringt auch nichts. Bringt auch nichts. Man muss schon... Ich weiß jetzt irgendwie noch nicht, wo der Unterschied ist. Aber anscheinend ist das die Schwierigkeit dieses Rätsels, die hier gerade auf mich zukommt. Hey, das rockt! Das ist ja Schall! Das war lustig. Ich weiß nicht so richtig, was jetzt hier... Sinn der Sache noch ist. Können wir das noch irgendwie anmachen? Sagt er dazu auch was? Ach du Schreck. Fahrstuhl geordnet. Kann man das vielleicht nehmen? Das ist kein Walkman. Und dann noch dazu stöpseln oder so? Das wäre ja auch lustig gewesen. Ich gehe jetzt nochmal zum Gitarrending. Ich überlege gerade, was man noch machen kann. Vielleicht sollen wir den echt hier verscheuchen mit Lärm. Orgelgedudel, aber anscheinend verscheucht ihn das noch nicht so richtig. Es ist halt alles hier auch sehr weit weg. Das war jetzt aus. Weil wenn wir den ausmachen, ist ja besser, wenn er an ist, oder? Das ist sowas wie eine CB-Funkanlage für Theologen. Vielleicht können wir seine Musik da reintun, statt unserer Orgelmusik. So ein bisschen Metal-Kram irgendwie uns organisieren. Genau, in die Kirche einbrechen und die Stereoanlage klauen. Geht's noch? Die schließen wir da hinten an oder nehmen noch ein paar... Lautsprecher noch mit. Nicht doch, Harvey. Erst lassen wir uns für geistig gesund erklären. Dann können wir immer noch Fernseher aus Kirchen klauen. Mit dem Fach Chinesisch kann niemand was anfangen.
wenn wir das nehmen. Geldorfs Mama. Ja. Kannst du hier irgendwas machen? Es sind einfach die Tasten und das geht dann auf die Gitarre. Schon klar. Es ist jetzt darauf gegangen. Soll man vielleicht dann noch andere Töne spielen müssen? Ich denke, das war schon richtig so, aber irgendwie glaube ich, dass das mit der Rückkopplung zu tun hat eher. Also es ging ja dadurch, dass das, glaube ich, der Schall, der soll jetzt überall hier wieder hallen, oder was? Tricky, tricky. Dann haben wir noch diese Orgelklappe, die entweder auf oder zu soll. Ich habe sie jetzt mal zu. Ach, jetzt habe ich C genommen, Quatsch. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon gemacht hatten mit Klappe zu. Ich glaube schon. Wir haben aber beide Schalter auch unten. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Vielleicht kann man bei der Klappe der Orgel auch nochmal irgendwas ranmachen, damit es noch mehr schallt oder... Ich weiß auch nicht, aber... Weiß ich nicht. Funktioniert ja auch so. Das rockt. Aufhören! Das ist ja grauenvoll. Schalt das ab. Das war lustig. Ja, und wenn man das gemacht hat, weiß ich nicht, dann macht es ja auch nicht viel aus, wenn sie danach, weil er ist ja dann so abgelenkt in dem Moment. Geh doch mal nach oben. Das, ja, ich glaube, das ist jetzt schon wieder der Moment, dann ist vorbei so, sonst könnte ich ja gut hier nochmal die Glocke läuten, aber das ist ja dann auch wieder, sagt er, hey, hör auf damit. Also da muss ich noch hintersteigen. Ist tatsächlich noch ein bisschen mehr schwieriger geworden, als ich dachte. Aber ich glaube, wir sind schon auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Fehlt bestimmt nur noch eine Kleinigkeit oder so. Also wir sehen uns im nächsten Part bei Edna Brichterhaus. Bis dann!